Hallo allerseits, danke fürs Draufklicken. Willkommen zu meinem Kanal. Es ist lange her, seitdem ich was gepostet habe. Auf die Gründe gehe ich gleich ein. Bevor wir anfangen, will ich nur kurz sagen, wenn jemand zuhört, dass eine Sehschwäche hat. Kurze Beschreibung, ich bin in meinem Wohnzimmer, das ist mein Hintergrund. Ich bin eine Frau mittleren Alters mit Brille, lange, dunkle, lockige Haare und ein schwarzes Oberteil mit hellen, mit weißen Verzierungen. Also, ich war lange Zeit nicht hier, weil ich immer den Anspruch hatte, einen gewissen Standard mit meinen Videos zu machen und das Editing hat einfach viel zu lange gebraucht und deshalb bin ich nie wirklich dazu gekommen, ein Zeitbudget zu finden, um das alles hinzubekommen und deshalb habe ich mich jetzt dafür entschieden, einfach spontan und wann ich kann und wo immer ich kann und unter welchen Umständen auch immer einfach zu posten, denn es geht mir hauptsächlich ja um Besprechung von Büchern und ich würde einfach gerne weiter im Dialog mitmachen und möchte nicht, dass Zeit das irgendwie verhindert. Also heute möchte ich eine Buchrezension machen über Salman Rushdies Luca and the Fire of Life. Zu Salman Rushdie. Also ich habe vor langer Zeit schon mal sein Buch Midnight's Children in mein Bücherregal und ich hatte immer viel Ehrfurcht und ein bisschen Angst vor ihm, weil ich dachte, um Salman Rushdie zu lesen und zu verstehen, muss man sehr viel wissen über Politik, über die Geschehnisse in Indien und die Trennung damals Pakistan und Indien und überhaupt über indische Mythologie und am besten noch den Koran dazu lesen, um das alles zu begreifen. Also habe ich das auf ewig hingeschoben, mal mich mit diesem Buch auseinanderzusetzen. Ich glaube, ich habe nur die erste Seite gelesen und habe mich erschrocken. Dann habe ich in der Uni einen Seminar gemacht über Gewalt und Terror. Und zwar haben wir dieses Buch unter die Lupe genommen, Salman Rushdies Shalimar the Clown. Und hier seht ihr, ich habe da noch ganz viele kleine Notizen. Da fand ich zum ersten Mal, dass er wirklich zugänglich ist und dass man, ja, vielleicht sollte man all dieses Hintergrundwissen haben, aber es ist nicht dringend notwendig, um seine Werke trotzdem zu genießen und zu verstehen. Und das hat mir dann so ein bisschen die Angst genommen. Und daraufhin habe ich dieses Buch geschenkt bekommen, Luca and the Fire of Life. Den habe ich mir gewünscht, weil er schön kurz war, denn normalerweise habe ich keine Zeit mehr für solche großen, langen Werken. Und das Erste, was ich zu diesem Buch sagen möchte, einfach nur was Technisches kann man sagen, ist, dass es ist ein sehr kurzes Buch. Es hat, meine Ausgabe hat 218 Seiten von Random House. Aber ich würde es euch trotzdem empfehlen, obwohl es kurz ist, das einfach so schnell wie möglich zu lesen, wenn ihr könnt. Denn es ist ein bisschen komplex. Also ich habe es, obwohl es kurz ist, dreimal angefangen und als ich den wieder aufgenommen habe, habe ich dann gemerkt, ich habe, oh je, so, ich habe den Strang so ein bisschen verloren. Ich bin so ein bisschen, muss wieder von neu anfangen. Denn es kann so ein bisschen Drehen und Wendungen haben, dass man sich dann am besten schon einfach schnell durchlesen. Entschuldigung, das will ich alles nicht herauseditieren, denn ich habe keine Zeit dafür. Also, weiter zum Buch. Das andere ist, ich fand dieses Buch ist sehr, sehr attraktiv, weil es hauptsächlich drei Lagen hat oder drei Verständnisebenen, drei Ebenen. Eine, was man kann es auf eine tiefen psychologische, Entschuldigung, philosophische Ebene lesen, wo man sich Gedanken macht über Leben und Tod und überhaupt Beziehungen, existenzielle Fragen, wieso wir hier sind und alles auf einer sehr tiefen Ebene. Wenn man dort Bedeutung finden will, kann man sich darüber auf jeden Fall Gedanken machen. Dann gibt es eine mittlere Ebene, die sich eher mit Mythologie und Götterwelten und Folklore beschäftigt. Wenn man Hintergrundwissen in der Hinsicht hat, kann man, glaube ich, sehr viele spannende Details herausfinden oder eine Art Intertextualität zwischen anderen Werken und das, was hier vorgeht, dann finden. Und zuletzt finde ich, die einfachste Ebene, die oberste Ebene, ist einfach eine spannende Geschichte, dass man gleichsetzen kann mit einem Märchen oder mit einer Abenteuerreise
Oder auch ein Videospiel, das ist sehr spannend. Da müsst ihr nochmal das Buch euch greifen und lesen und verstehen, warum ich das sage. Und das ist dann eben eine leichte, schnelle Lektüre. Und ich finde, dass es ist einfach eine Kunst und es ist genial, dass man sowas hinbekommen kann. Also für junge Leser oder für ältere, belesenere Leser, für jeden ist was dabei. Und wie gesagt, es ist schon kurz und knapp. Es ist aber nicht einfach, würde ich sagen. Also man kann es als ein komplexes Werk lesen, wenn man denn so will. Man kann es aber auch einfach als Abenteuerroman ganz schnell durchlesen. Und ja, ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr das gelesen habt, dann sagt mir in den Kommentaren unten, ob ihr einverstanden seid oder ob ihr andere Sachen von dem Buch auch für nötig haltet, dass man auf jeden Fall relevant nochmal dazu sagen muss. Ich fand, dass diese Ebenen lesen das Markanteste war in diesem Werk, aber vielleicht habe ich da vielleicht was Wesentliches rausgelassen. Also kommentieren unten und ich hoffe, ich bin dann schnell wieder dabei. Ich würde gerne noch eine Rezension über dieses Buch machen, wenn ich denn Zeit finde. Und bis dahin habt einen guten Tag, eine gute Woche, einen schönen Monat und bis dahin. Tschüss.